Und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wir haben in der letzten Folge haben wir den Jack Baker getötet. Also ich hoffe mal, dass er jetzt tot ist. Er hat sich ja erschossen dann. Und jetzt haben wir hier die Tür öffnen können. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Alles genau absuchen. Flüssige Chemikalie, sehr gut. Können wir da schon wieder was kombinieren? Kraut hätten wir, glaube ich, gell? Okay. Sehr gut, jetzt haben wir schon vier große Heilungen. Ah, okay, da brauchen wir anscheinend drei Hundeköpfe, so wie es aussieht. Dass wir hier durchkommen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal. Ah, ist eine Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff oder Midkiff, ja, eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Ah, alles klar. Also kriegen sie selber schon mit, dass hier irgendwas nicht stimmt. Messer will zuwendendes Objekt wählen. Ah, okay, kommt man eine Münze reintun. Okay. Ich glaube, ich brauchte irgendwie so einen Adler oder sowas. Dass ich das benutzen kann. Habe ich sowas? Nope, habe ich nicht. Okay. Hab ich nicht. Okay. Okay. Jäger der Lüfte. Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Okay. Okay, hier ist nichts. Oh, das ist Schrotflinte. Aber ich denke mal. Genau, das war mir klar. Okay. Packen wir die wieder rein. Wir werden bestimmt irgendwie so eine kaputte Schrotflinte brauchen. So war es in Resident Evil 1 damals zumindest. Dass wir die austauschen können. Okay, ich würde sagen, unten haben wir jetzt. Ne, da hier ist noch eine Tür. Da haben wir gar nichts probiert. Okay, ist versperrt. Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel haben wir nicht. Also wird es da auch nicht weitergehen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hoch. Dann sitzt die Alte schon wieder. Evelyn, 2. Mai 2014. Okay. Schauen wir uns die Bilder noch mal an.
kannst ja rein theoretisch noch hier bei der Tür weitergehen. Die Soundkulisse ist schon wieder heftig. Ist denn jetzt schon wieder? So, die Mutter, die alte Mrs. Baker. Okay, ich hoffe mal, dass sie uns jetzt hier nicht sieht. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wieder, warte, geht es hier mit dem? Wir haben noch einen Dietrich gehabt, oder? Kann man den bloß einmal benutzen, oder wie? Okay. Und die uns gehört. Alte Schlange. Margaret bringt den Hippie-Misskerl, den wir gefunden haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay, antike Münze, da ist hier so ein Wackeldackel. Oh, gehen wir kaputt. Dann wackelt da auch nicht mehr. Okay. Da ist eine Flinte in dem Raum. Ah, das wird wahrscheinlich. Okay. Vielleicht können wir die unten einsetzen, wenn es eine kaputte Flinte wäre. Schießpulver. Ah, blauer Hundekopf. Alles klar. Okidoki. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach schützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das Althaus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Okay, da wäre eine Videokassette. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil ich nicht weiß. Denn wir bestimmt wieder irgendeine Zwischensequenz spielen müssen oder sowas. Ich will mich erstmal hier weiter umschauen, ob ich nichts übersehen habe. Okay, hier ist zu, da sind wir gekommen, alles klar. Dann gehen wir gleich mal hier weiter. Hier links gehen wir weiter. Kraut. Kraut und Rüben. Okay, von da hinten, das ist der Balkon, alles klar. Hier ist nichts. Okay, hier geht's auch nochmal rein. Hey, sieht da einladend aus hier. Holzstatue. Okay, keine Ahnung, was wir die brauchen. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Pistolenmunition.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu der Videokassette, also den Videorekorder und legen die Kassette ein. Wow! What the fuck? Höllische Sachen, nicht? Ganz anderes als das Gras zu beißen. Der gedacht, der ist down, Mensch! Ist doch scheiße. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Oh, wir dir nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt. Alter, was ist denn hier los, Mensch? Ich hab gedacht, er ist tot. Alter. Mistvieh, elendiges. Mein Mann, 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 Mann. Flüssig-Chemikal. Ach, wir bräuchten eigentlich ein... Ach, genau, optimal. Nehmen wir mal ein Kraut. Haben wir es jetzt genommen? Ja, okay, wir sind wieder voll. Mei, 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 mei. So, würde ich sagen. Spielen wir das Tape ab. Das Tape heißt Mia. Ich brauche ja immer mal einen Speicherpunkt oder eine Kiste oder irgendwie sowas. Ethan, please watch this. Ethan, wenn du sie findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, Junge. Boah, ey. Scheiße, ich renne einfach. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ich weiß keinen Plan, wo ich hin muss. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Oh, bitte geh jetzt weiter. What the fuck? Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss, Leute. Bitch. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aussichten. Ich weiß, dass ihr etwas planen. Oh, halt die Schnauze. Ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst. Mal, die sieht mich hier nicht. Nein, nein, komm nicht hierher. Fuck, 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 fuck. Oh, bitte geh hier nicht rüber. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht.
Ich glaube, dass ich da hinten hin muss, wo die gerade steht, die Alte. Boah, geh wieder rein. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Ja, halt's mal und geh. Scheiße, Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier runter auch nicht. Okay, ich muss irgendwie das Ding da reindrehen. Oh Gott. Ja, war das gar nicht so verkehrt, glaube ich, so. Na? Oh, ey. Oh, wer ist denn jetzt hier? So, oder? So, ich muss es bestätigen. Ah. Ich habe jetzt gedacht, das geht von alleine, also es triggert von alleine. Okay, ist die Tür offen? Dann gehen wir da rein. Ich hoffe mal, die Alte sitzt nicht hinter uns. Kann bestimmt hier irgendwo sein. Wie den alten Film, dass die immer hinter den Wänden gehen. Die Bösewichte. Ah, jetzt bin ich auf der Seite drüben. Alles klar. Ich hoffe mal, die kommt jetzt nicht gleich angeschissen hier. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Okay, ich glaube, die redet irgendwie vom... von einem Dämon oder sowas. Ich glaube, dass die alle besessen sind von einem Dämon. Dann drehen wir jetzt einfach mal mit... Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf. Oh Gott, ich hätte, glaube ich, gleich gehen müssen. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen? Miststück? Kleine Evelyn wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Na, halt die Schnauze. Okay,
Okay, ich glaube, ich habe den Moment verpasst. Ich musste, wenn der Rücken zu mir steht. Halt doch dein Maul. Oh, ich weiß nicht, ob die hinter mir ist. Oh. What the fuck? Okay. Versteckspiel. Ja, Ladezeiten sind teilweise schon sehr heftig. So, Leute. Was haben Sie dir angetan, Mia? Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr spannend. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen oder auch über einen Daumen nach oben. Ganz egal, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr bleibt ein bisschen dran. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Servus, euer Andi.